Es liegt immer noch was auf dem Grundstück rum. Wir haben noch längst nicht alles hier hingeschafft. Das sind noch mehrere Schubkarren. Also wir wissen nicht genau, wohin damit. Als wir im Oktober 2023 in die Villa einzogen, war der Zustand des Gartens unsere letzte Prio. Wir mussten das Schritt für Schritt ändern. Auf dem Grundstück stehen eine Linde, eine Kastanie, zwei Ahorner, eine Eiche, zwei Nadelbäume, eine Kirsche und ein Flieder. Auf dem Brachgrundstück daneben stehen grenznah ebenfalls Bäume, die viel Laub abwerfen. Am Ende haben wir diese Flächen, um die wir uns kümmern müssen. Unser fleißiger Weihnachtsbesuch hat mehrere Tage investiert, um die obere nasse Laubschicht zu entfernen. Das war aber nur das Gröbste und wir mussten in mehreren Schritten rangehen, auf allen Seiten des Hauses. Viele Kastanien hatten schon angefangen zu keimen. Extrem gründlich waren wir nicht, deswegen haben wir fast 3 Monate gebraucht, um die Fläche unter der Eiche freizuräumen. Diese Unmengen von Laub mussten wir aber auch irgendwie entsorgen, dafür nun ein kleiner Exkurs an die Grenze des Gartens. Wir sind hier an der Grundstücksgrenze und hier liegen so unterschiedliche Haufen, die unsere Vorbesitzer hier das hinterlassen haben. Zum Beispiel das hier, das ist Erde und es ist auch schon alles so ein bisschen rot, ist überwachsen. Wahrscheinlich ist einfach Humus drunter, vermutlich. So, wir gehen weiter. Hier zum Beispiel, das ist auch nochmal wahrscheinlich mit Kastanien und jede Menge Äste liegen da. Und wenn wir ein paar Schritte weitergehen, kommt gleich der nächste Haufen. Der war schon mal überwachsen mit so einem Schlingzeug, auch Kastanien drauf. Und wenn wir weitergehen, kommt der nächste Haufen. Ja. Hallo, Dio. Also hier liegt hauptsächlich Grasschnitt vermutlich. Es sind auch so ein paar kleine Äste dabei, ne? Das ist auch schon zum Teil Erde. Dann geht es hier zu einem wahrhaften Gebirge. Auch hier wieder Erde, ein bisschen, ist auch sehr weich, also könnte auch noch was nicht Verrottetes drunter sein. Und dann kommen hier diese Berge von Laub. Berge von Laub. Also wir wissen nicht genau, wohin damit. Vielleicht habt ihr eine Idee? Ist auch das Problem und wisst, was man damit anfangen kann, weil wir wissen nicht, ob das so schnell verrottet, dass das mehr oder weniger verschwindet oder zur Erde wird, weil der nächste Herbst kommt bestimmt und dann gibt es nochmal so einen Berg. Also das ist für uns hier ein echtes Problem. Wir freuen uns, wenn ihr Kommentare, Vorschläge habt, eine Meinung dazu äußern wollt. Bitte macht das und vergesst nicht zu liken und zu subscriben. Eine unangenehme Entdeckung. Dornige Robinien, die sich überall verbreitet hatten. Sie mussten natürlich weg, um den Platz für andere Büsche zu lassen. Schließlich begann die Zeit, wo man sich ein wenig mehr Privatsphäre wünscht. Eine Hecke soll das Problem lösen. Es war nicht einfach, die passende Pflanze zu finden, die unseren Kriterien entspricht. Weiß blühend, schattenverträglich, wenig Wasserbedarf, immer grün und noch einheimisch. Recherchen und künstliche Intelligenz haben uns den gemeinen Liguster vorgeschlagen. Der Graben muss diesen Abstand und diese Tiefe haben. Das brachte viele unliebsame und manch brauchbare Bodenschätze zum Vorschein. Nun 4 Pflanzen pro Meter.
anschließend gießen und mal schauen, wie hoch sie in diesem Jahr noch werden. Im April erreichten die Temperaturen 26 Grad und dank des vielen Regens fing alles an zu blühen und zu wachsen. Die Blüten des Ahorns bedecken den ganzen Weg. Am nächsten Tag sah es so aus. Dort, wo vor kurzem noch Laub lag, wächst jetzt schon fast 10 cm Gras. Das bedeutet neue Aufgaben. Die dicken Pusteblumen und weitere Mini-Büsche schneiden wir mit dem Rasentrimmer. Für die Wiese fehlt uns aber noch ein Rasenmäher. Dank des Wetters war es nun endlich möglich, unseren Hauseingang zu reinigen und zu verschönern. Nun kam der angenehmste Teil: Blumen einpflanzen, die für eine einladende und gemütliche Atmosphäre sorgen sollen. Hallo Leute, wir sind jetzt hier mit schöner Blütenpracht, immerhin. Ansonsten werden wir hier ein bisschen sauber machen müssen, weil der ganze Eingangsbereich ist voller Spinnweben. Da wurde Jahre nichts gemacht. Die Türen sind auch weit davon entfernt, weiß zu sein. Wir reinigen sie erstmal. Alles weitere wie Schleifen und Streichen stehen auf unserer To-Do-Liste. Toll, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Vergesst bitte nicht zu abonnieren und zu liken, falls es euch gefallen hat. Unser Garten lieben wir sehr. Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir sehr viele Veränderungen. Eine Loungezone, ein Teich, eine Grillecke, eine schöne Terrasse. Aber was uns sehr am Herzen liegt, ist ein Gemüsegarten und ein paar Obstbäume. Ja, noch mehr Laub. Uns ist es klar, dass daraus kein Selbstversorgungsprojekt werden kann, aber wir sind gespannt, wie weit es gehen kann. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Empfehlungen und Meinungen. Könnt ihr ruhig unten hinterlassen. Sonst, wir sehen uns in 2 Wochen, wie immer am Samstag, auf diesem Kanal mit weiteren tollen Projekten. Beim nächsten Mal ziehen wir eine Wand in der Garage. Dadurch entstehen 2 Räume, eine für die Werkstatt und eine für den anderen Lagerraum. Tschüss, bis zum nächsten Mal.